Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video aus dem Kanal. Ja, in diesem Video, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, möchte ich euch das Einkaufszentrum vorstellen. Und zwar sind wir soweit eigentlich fertig mit dem Einkaufszentrum. Ich habe noch ein paar Details angepasst und noch ein paar Details auch hinzugefügt. Sowie auch die Währung angepasst, weil wir haben ja mit dem Banksystem jetzt eine komplett neue Währung in unserer Stadt. Und das habe ich auch jetzt angepasst. Mit dem Währungssystem hat sich auch noch ein bisschen was geändert. Das habe ich dann auch sofort mit angepasst. Also ja, soweit ist das Einkaufszentrum eigentlich fertig und das dazugehörige Parkhaus auch. Und deswegen würde ich sagen, stelle ich euch in diesem Video mal das Einkaufszentrum und das Parkhaus vor. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und kleine Info noch, den Download-Link wird es am 4. im nächsten Monat geben. Das heißt, am 4.7. wird der Download-Link zur Verfügung gestellt und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ja, hier befinden wir uns jetzt am Eingang des Einkaufszentrums und als allererstes fällt der große Brunnen hier in der Mitte auf, wo auch ein paar Fische mit drin sind. Ja, dann sieht man hier links und rechts noch die zwei Kassen. Die Kassensysteme habe ich selber aus meinen eigenen Redstone-Kenntnissen aufgebaut, das heißt, ich habe mir kein Tutorial dazu angeschaut, wie man die aufbaut. Also alles, was ihr hier seht, ist aus meinen eigenen Redstone-Kenntnissen entsprungen. Ja, davon haben wir zwei Kassensysteme und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Hier haben wir einen großen Fernseher mit Custom Maps, die wir als Bildschirm genutzt haben. Hier haben wir noch eine Übersicht über die beiden Etagen, die das Einkaufszentrum hat. Hier in der unteren Etage haben wir einmal den Dekoladen, den Kleiderladen, den Whetstone-Laden und den Lebensmittelladen. In der zweiten Etage haben wir dann einen Minenladen, das heißt, da werden Minen verkauft. Ja, natürlich werden da Minen verkauft. Nein Leute, hier werden natürlich keine Minen verkauft, hier werden nur Sachen verkauft, die man in einer Mine braucht und auch Dinge, die man braucht, um sich gegen Monster zu verteidigen. Dann haben wir noch einmal eine Verwaltung, einen Laden für Pflanzen und einen Bücherladen. In dem Bücherladen gibt es auch einige Easter Eggs, da kommen wir allerdings später zu. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Läden hier in der ersten Etage. Ja, als ersten Laden haben wir natürlich den Redstone-Laden. Der darf natürlich hier drin nicht fehlen und kommt auch natürlich an erster Stelle. Hier hat man alles, um sich seine eigenen Redstone-Schaltungen zusammenzubauen. Und dann natürlich auch noch ein paar Beispiele, um sich anzugucken, welche Schaltung was kann. Und ja, wenn man sich nun sein Item holen möchte, muss man einfach hier auf den Knopf drücken. Dann bekommt man ein Stück Papier, das zeigt dann an, welches Item man hat. Und jetzt gerade ist es Nacht geworden, das heißt, wir sind jetzt hier im Laden eingesperrt worden. Jetzt fliegen wir mal ganz kurz hier raus. Nachts schließt sich hier jeder einzelne Laden, auch oben auf den oberen Etagen schließt sich jeder einzelne Laden. Das Einkaufszentrum an sich wird allerdings erst später geschlossen. Und ja, jetzt machen wir mal ganz kurz wieder Tag, damit wir hier arbeiten können und... Ja, als zweiten Laden haben wir jetzt unseren Lebensmittelladen. Hier holen wir uns auch mal ganz kurz eine Kleinigkeit. Ich würde sagen, wir holen uns einen leckeren Apfel. Und hier werden noch ein paar Details zukommen. Das heißt, bis zum 4. Werden hier noch ein paar Änderungen vorgenommen. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr hier einen komplett leeren Laden bekommt. Ja, da der Lebensmittelladen noch nicht so wirklich groß war, haben wir jetzt hier sofort den Kleiderladen. Hier haben wir ein paar Mützen zur Auswahl, hier haben wir dann sofort die Männerabteilung noch. Da vorne gibt es dann noch eine Frauenabteilung, hier haben wir noch ein paar Schaufensterpuppen. Ja, dann haben wir vorne noch ein paar Umkleiden und ein Spiegel, wenn man das nicht erkennen sollte, das soll ein Spiegel sein. Hier haben wir noch eine Sitzgelegenheit, damit man auch warten kann auf die Person, die gerade in der Umkleide ist. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Laden. Ja, als letzten Laden auf der unteren Etage haben wir hier noch einen kleinen Dekoladen. Hier kann man sich alles kaufen, um sich seine Wohnung einzurichten. Und ich würde sagen, wir nehmen uns hier dann sofort einen Blumentopf mit. So. Auf den Knopf gedrückt. Und dann würde ich sagen, was ist mit der unteren Etage? Ja, das erste, was man hier oben auf der oberen Etage sieht, sind hier links und rechts die zwei Stände. Und hier kann man sich Essen oder Eis for free kaufen. Und ich weiß nicht, was hier gerade mit den Schatten los ist. Ignorieren wir es einfach mal. Ja, hier kann man sich frei Essen holen. Ich hole mir jetzt einfach mal hier einen Burger. Und dann würde ich sagen, holen wir uns da vorne auch noch ein kleines Eis. Eis und Burger schmeckt ja bekanntlich sehr gut zusammen. So, mal ganz kurz hier ein Eis geholt. Und da würde ich sagen, nehmen wir... Eierbär. Ja. Ja, als allererstes auf der zweiten Etage haben wir jetzt hier den Mitarbeiterbereich. Da brauchen wir jetzt einen Schlüssel, den habe ich mir bereits geholt. So, einmal reingetan, durch die Tür gegangen und jetzt müssen wir kurz auf den Schlüssel warten. So, da kommt er auch schon, perfekt. Dann haben wir hier einmal den Verwaltungsbereich, da der allerdings bis jetzt nur Deko ist, brauchen wir uns den gar nicht groß anzugucken. Dann gehen wir einmal sofort in den Raum weiter. Hier haben wir den Pausenbereich und in dem Pausenbereich ist auch sofort der Tresor mit den Einnahmen vom Park, vom Einkaufszentrum, nicht vom Parkhaus, zum Parkhaus kommen wir gleich. So, hier braucht man auch den normalen Mitarbeiterschlüssel.
sehr sicher. Und dann gehen wir einmal hier durch, warten wieder auf den Schlüssel. So, hier haben wir jetzt die Einnahmen vom Einkaufszentrum und ihr seht, die Währung hat sich hier ein bisschen geändert. Und ja, jetzt gehen wir einmal wieder zurück. So. So. Hier haben die Mitarbeiter noch eine kleine Küche. Ja, hier kann man jetzt das Einkaufszentrum komplett steuern. Das heißt, hier kann man die Lichter einzeln ausschalten. Da wir auf der unteren Etage schon waren, das heißt, dass wir hier die Lichter ausschalten können. Das leckt ein bisschen. So. Das ist die Lobby, das machen wir nicht. Aber hier den Mitarbeiterbereich können wir auch erschalten. Das Licht hier geht nach und nach aus. Das heißt, wir haben noch genug Zeit zum Rausrennen. So, einmal den... im Dunkeln habe ich jetzt den Knopf nicht getroffen. So. So, jetzt haben wir hier einen Pflanzenladen. Da würde ich sagen, können wir uns auch sofort eine Pflanze kaufen für den eben gekauften Topf. Und ich würde sagen, wir nehmen einmal hier die weiße Tulpe. So. Ja, ist eine weiße Tulpe. Ich dachte schon, ich hätte mich hier gerade vertan. Ja, der ist schon ein bisschen mehr dekoriert und auch ein bisschen mehr eingerichtet. Hier haben wir noch ein paar Algen. Nicht Algen, Korallen meine ich. Ja, hier haben wir noch auch noch ein paar Pflanzen und Bäume in der Mitte stehen. Und ja, das war's auch mit dem Pflanzenladen. Ja, als nächsten Shop haben wir jetzt hier den Minenshop. Hier können wir jetzt alles kaufen, um uns gegen die Monster zu verteidigen oder um uns auf die Mine vorzubereiten. Und ich würde sagen, wir kaufen uns sofort ein schönes Eisenschwert. So. Und dann will ich noch sagen, wir brauchen noch ein Feuerzeug. So. Hier kann man sich auch noch ein paar Werkzeuge kaufen. Das heißt, hier sind nicht nur Spitzhacken oder sonst sowas. Hier sind auch ein paar Werkzeuge und auch Scheren. Und ja, eigentlich alles, was man so braucht. Ja, das war's auch soweit hiervon. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum letzten Laden. Ja, hier im Bücherladen gibt es eigentlich soweit nichts Besonderes, außer ein paar Easter Eggs. Die könnt ihr euch allerdings selber raussuchen, wenn ihr euch die Map downloadet. Jetzt würde ich sagen, kaufen uns die ganzen Items, die wir uns jetzt hier ausgesucht haben. Ja, wichtig jetzt hier beim Bezahlen ist, dass wir die Karten richtig sortieren. Einmal nach den Karten der unteren Etage und einmal nach den Karten der oberen Etage. Ich habe das jetzt hier einmal durch den Burger und das Eis getrennt, damit ich hier nicht durcheinander komme. Und hier in der ersten Kasse können wir jetzt die Karten der unteren Etage einwerfen. So, so und so. Jetzt bei der zweiten Etage, Kasse können wir jetzt die Karten der zweiten Etage reinwerfen. So, so und so. Das wird jetzt gezählt und hier seht ihr, blinkt die Verarbeitungsleuchte. So, ich gehe jetzt einmal hier wieder zur ersten Kasse, je nachdem welche Kasse jetzt als erstes fertig wird. So, bei der zweiten Kasse ist jetzt die Verarbeitung abgeschlossen, das heißt, wir können jetzt hier zahlen. Ich habe jetzt eigentlich kein Geld mit, das heißt, ich hole mir mal ein bisschen Geld. So. So, wir haben uns jetzt hier drei Items geholt, das heißt, wir brauchen jetzt drei Minecoins, das heißt 1, 2 und 3. Damit haben wir jetzt alle drei Items. Perfekt, Feuerzeug, Eisenschwert und die Tulpe. Perfekt, jetzt hier vorne sind auch alle Items angekommen, das heißt, wir können hier auch sofort zahlen. 1, 2 und 3. Und damit haben wir auch hier alle Items bekommen. Moment. Doch, da ist der Knopf. Perfekt. Na, doch, wir haben alles. Perfekt. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, das hier ist das Lagersystem von dem Einkaufszentrum. Hier werden all die Items gelagert und hier gehen auch dann die Papiere durch, welche Items benötigt werden. Und die Items werden dann hier durch diese Wasserstraße an das Kassensystem weitergeleitet. Und man kann dann hier oben die Items bezahlen und bekommt dann auch somit die Items. Ja, das war es soweit vom Einkaufszentrum. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Parkhaus. Ja, wenn man jetzt mit seinem Auto hier am Parkhaus ankommt, muss man einfach hier auf den Knopf drücken. Damit öffnet sich dann hier diese Schranke, man kann durchfahren und kann sich jetzt hier unten auf der ersten Etage einen Parkplatz suchen. Wenn hier unten alles besetzt sein sollte, kann man einfach hier in den Autofahrstuhl und kann dann hier auf die zweite Etage fahren. Ja, jetzt kann man sich hier oben auf der zweiten Etage einen Parkplatz suchen. Wenn hier oben alles besetzt sein sollte, wird das von einem System erkannt. Damit wird dann hier... Einen Moment, ich zeig's euch. Ja, ihr seht, der Fahrstuhl fährt von selber wieder auf die erste Etage runter. Hier ist auch eine kleine Anzeige, auf welcher Etage sich der Aufzug gerade befindet. Ja, wenn die obere Etage jetzt hier, also die zweite Etage hier gerade voll sein sollte, wird das Ganze hier von einem System erkannt. Damit fahren sich dann hier diese Pistons ein und das Ganze fährt hier zur dritten Etage weiter. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn man hier oben auf der zweiten Etage parkt, kann man sich jetzt hier einen Parkschein kaufen. Das Ganze im Gegensatz zu einem, im Austausch gegen ein Minecoin.
Ja, jetzt kann man sich den Personenaufzug rufen und wieder auf die erste Etage kommen. Allerdings, wenn man jetzt sein Auto wiederholen möchte, kann man jetzt hier vorne, so, an dem Automaten kann man jetzt den Fahrstuhl rufen, so, hier oben rein, so, kriegt auch sofort wieder. Ja, und wenn, Moment, ich zeige euch das, ja, das Signal hier von dem Ticketautomaten, also von dem Parkscheinautomaten, geht jetzt hier durch und hier an den an einen Zähler. Wenn jetzt hier die Items leer sein sollten, wird das hier erkannt und geht dann hier an die Pistons. Die ziehen sich dann ein und man fährt bis zur dritten Etage durch und kann sich jetzt hier auf der dritten Etage einen Platz suchen. Ja, das wäre es jetzt eigentlich dann auch soweit von dem Parkhaus an sich. Jetzt kann man dann hier noch mit dem Personenaufzug einmal runter. So, der kommt jetzt auch sofort. Da ist er. Dann einmal bitte zur ersten Etage. So. Gut, wir stellen uns jetzt einfach vor, wir wären jetzt in unserem Auto. Das heißt, wir wollen jetzt einmal hier das Parkhaus wieder verlassen. Da muss man jetzt einfach hier den Parkschein einmal reintun. Und, ah ja, das habe ich noch gar nicht geändert, das muss ich noch anpassen und ja, eigentlich theoretisch sollte sich jetzt hier die Schranke öffnen und wir können durchfahren, aber dadurch, dass ich das jetzt noch nicht geändert habe, weil ich neue Parkscheine habe und hier die Parkscheine noch nicht ausgetauscht habe, ist das gerade nicht der Fall. Wie gesagt, es muss noch ein bisschen was angepasst werden, bis ihr jetzt letztendlich den finalen Download-Link, naja, nicht den finalen, weil hier wird noch einiges getan an der Map, aber bis ihr jetzt den Download-Link zu dem Einkaufszentrum und dem Parkhaus hier bekommen könnt, wird sich noch einiges an dieser Map tun. Und ja, dann, ja, tut mir leid, mein Deutsch ist schon wieder total am Start, weil wir haben mitten in der Nacht und ja. Ja, dann wären wir jetzt auch fertig und das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, euch hat das gefallen, was wir hier so alles aufgebaut haben. Ich habe das Ganze ja mit euch zusammen aufgebaut in Streams und Videos und ich hoffe, euch gefällt generell das Redstone City Projekt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin würde ich sagen, ciao!